Willkommen zurück zu Leuchtende Perle. Wir sind hier bei Lamina stehen geblieben in ihrem großen Raum, wo wir gleich gegen sie antreten kämpfen. Aber einen Trainer habe ich noch vergessen zu bekämpfen. Der befindet sich hier. Und den machen wir noch schnell. Als kleine Vorbereitung auf Lamina. Oh, du möchtest gegen mich antreten? Nun gut, ich werde mein Bestes geben. Na, das hoffe ich doch für dich, dass du dein Bestes gibst. Ich meine, ich habe 5 Pokémon, die alle fast Level 40 sind. Du solltest definitiv mal dein Bestes geben. Vor allem, wenn du mit einem Pokémon anfängst, was ich selber im Team habe. Das einzige Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich Nachthieb, dass ich bei Nachthieb keine AP mehr habe. Aber ich sollte noch ein paar AP-Flaschen haben. Ich habe kurz aufscreen meine Pokémon geheilt, aber ich habe vergessen, dass ich die AP noch erhöhen muss. Gut, dass ich nicht direkt in den Kampf zu Lamina reingegangen bin, ohne das gecheckt zu haben. Oh Gott, jetzt bin ich verwirrt. Och nö. Welches Traunfugil wird das Bessere sein? Meins oder deins? Solange ich mich nicht selbst schlage, ist meins definitiv besser. Oh Gott, das könnte ein bisschen enger werden. Oh, Barrierenraum oder irgendwie sowas. Oh oh. Ich habe vergessen, was das macht, aber es ist auf jeden Fall nicht hilfreich für mich. Heuler? Was heulst du mich an? Nicht mehr verwirrt. Und jetzt solltest du mal anfangen, mehr zu heulen, als nur mit deiner blöden Heuler-Attacke. Ich wollte eigentlich sagen, anfangen zu heulen, aber er hat ja angefangen zu heulen. Ja, mein Joke ist nicht rübergekommen. Egal. Level-Ups kamen trotzdem an. Oh, das könnte problematisch werden. Drift Zeppeli. Oh oh. Phantomkraft. Oh nein. Was hast du für einen Mund gehabt? So in der Mitte von dem Mix. Lol. Ja, da ist jetzt das Problem. Ich will riskieren. Es kann mich nicht killen, oder? Doch, natürlich killt mich das. Oh. Hab's riskiert. Ich war mir nicht sicher, ob es überleben würde wegen dem Levelunterschied, aber. Verdammt! Tricky, komm, du kannst uns helfen. Tricky wird sich auch bald entwickeln. Und dann wird es auch noch mal viel stärker. Oh Gott, jetzt fliegt es auch noch. Das gibt's doch nicht. Das Ding will mich ja wirklich nerven. Ich habe verfehlt. Na klar hab ich das. Ha! Aber du brennst! Das war auch irgendwie mein Plan. Wer an mein Magma zu nah rankommt, der wird Magma auf seiner eigenen Haut spüren. Bam! Ich meine, Verbrennung sollte trotzdem zählen. Das heißt, es sollte mich nicht mehr angreifen können. Und deshalb werde ich jetzt einfach anfangen, mit einem Kampf meine Pummel zu heilen. Habe ich noch ein AP-Ding? Das hier ist ein AP-Ding. Genau, ein Ether. Ich gebe das Scorpio für die Attacke Nachthieb. 10-mal kann ich es nochmal neu einsetzen. Dann muss ich nicht extra nochmal zurücklaufen. Auch wenn das wahrscheinlich besser wäre, weil AP-Ups sind super selten. Kann man auch nicht kaufen. Kann man es nur finden. Das ist das Problem bei den Dingern. Kann man wie ganz spät im Spiel nochmal kaufen. Aber dann lohnt sich auch nicht mehr so wirklich. Und als ob du das wirklich überlebt hast. Hau ab! Lamina ist mein wahrer Gegner, nicht du. Aber vielleicht hat Lamina auch einen Drift-Zeppeli. Das könnte sein. Dabei habe ich alles nur aus mir herausgeholt. Du bist eine beeindruckende Herausforderin. Danke, du warst auch nicht schlecht. Sieh es mal so, du kannst aus jedem Kampf etwas lernen. Aus jedem Kampf würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber man kann aus vielen Kämpfen auf jeden Fall lernen. So, ja, Heilungen brauchen meine Pogis. Du musst belebt werden mit meinem vorletzten Beleber. Und geheilt werden müsst ihr beide. Zack. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Jederzeit. Ich bin bereit. Let's go. Ohoho. Voila. Da bist du ja endlich. Finalement. Seit meiner Ankunft in dieser Region lerne ich immer wieder etwas dazu. Beispielsweise, dass man sich sehr schick kleidet, um bei den Wettbewerben teilzunehmen. Deswegen bin ich so herausgeputzt. Ui, ui.
Aber nicht nur das, nein, ich habe auch hart trainiert, um Marionettin zu werden. Du willst mich also herausfordern, ui? Ja, doch die Gewinnerin werde ich sein, c'est moi. Das ist schließlich meine Aufgabe. Sorry übrigens für mein schlechtes Französisch. Das ist meine Aufgabe als Marionettin, nein. Aber ja, da ist Lamina und jetzt kämpfen wir gegen sie. Sie fängt an mit einem Drift-Zeppeli, tatsächlich. Komm, Scorpio, ich hab dir so viel beigebracht. Also eigentlich nur Giftrecht, aber ich hab dir so viel beigebracht. Nachthieb und du solltest gewinnen. Was ist das für eine Attacke? Kenn ich gar nicht. Angriff sinkt von mir. Nein, wie auch immer. Bam! Dann trotzdem noch. Was? Wisst ihr was? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich will es mal ausprobieren. Ich will mal so ein X-Item einsetzen. Hebt den Angriffswert eines Pokémon im Kampf stark an. Ich will das mal ausprobieren. Ich habe das noch nie benutzt, aber es wäre sogar nützlich jetzt. Angriff steigt stark. Irrlicht. Oh oh, ich werde brennen. Das ist nicht schön. Das ist ziemlich komisch. Bei Irrlicht, von der Animation her, würde man denken, man wäre verwirrt oder so. Nein, man brennt. So, Nachthieb. Oh, Bürde. Oh nein, das war sein Plan. Das war ihr Plan. Ah, so eine Verschwendung von der X-Attacke. Oh mein Gott. Naja, egal. Juckt mich sowieso nicht, die Dinger. Weil ich sie sowieso nicht wirklich benutze. Aber das ist trotzdem mies. Oh mein Gott, ich dachte, Scorpio wäre stark genug. Ja, ich muss es beleben. Das ist jetzt wichtig. Mein letzter Beleber. Warum habe ich nicht mehr? Oh, er hätte ich doch einkaufen sollen. Aber als ob dieser Kampf wirklich so schwierig wird. Oh Gott, es fängt wieder an zu fliegen. Aber hey, von den Leveln her, wir sind nicht underleveled. Wir sind auch nicht krass overleveled. Wir sind ein bisschen overleveled, aber nicht krass. Deshalb wird der Kampf immer noch ziemlich interessant. So, jetzt kommt. Ah, daneben stimmt. Flammensturm! Nein! Nein! Ja! Ja! Du brennst! Ah, du fliegst auch. Wie niedlich. Du verbrennst und fliegst wieder runter. Eins von drei besiegt. Gengar. Gengar. Oh, oh, no. Sie hat ein Gengar. Erstmal verwirren. Ja, es trifft. Du. Ich bin sehr stolz auf dich, Tricky. Du machst das gut. Yes. Bam. Schlag dich ruhig selbst. Das ist ziemlich gut für mich. Ich, oh ja. Bam, 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 bam. Flammensturm. Oh. Das ist das Problem, weil sich, was sich Pionskora noch nicht entwickelt hat, bin ich noch nicht stark genug gegen ihre Pokémon, weil es noch nicht so gutes Setz hat in ihrer, in seiner ersten Entwicklung. Oh Gott, jetzt bin ich auch verwirrt. Oh nein. Wir sind beide verwirrt. Komm, lass mich angreifen. Nein, aua. Ich schlag mich selbst. Warum auch immer. Autsch. Warum bin ich so stark? Oh mein Gott. Gengar ist nicht mehr verwirrt. Matschbombe. Wenn das jetzt nicht trifft, bin ich tot. Er darf anfangen! Was? Ist das bei Matschbombe normal? Ich kenne mich damit nicht ganz aus, aber... Was? Was? Ah, ich habe Angst. Ich will meine Pokémon nicht besiegen, alle. Hat Tricky aber sehr gute Arbeit geleistet. Komm. Riskiere. Ich riskiere. Ich riskiere. No risk, no fun. Es fängt an. Oh, nein. Oh, ich überlebe. Aber Gengar, du wirst es nicht überleben. Bis dann und ciao. Hehehehe. 2 von 3. Und Level Up für Traunfugil. Yay.
Oh. Oh nein. Meine Weiterentwicklung, Traunmagil. Das überlebe ich nicht als Traunfugil. Scorpio, ich gebe dir noch eine Chance. Bitte, Scorpio, bitte, du musst es schaffen. Bitte. Oh nein, ist es schon soweit? Test mal let's Pokémon. Oh, coole Animation. Oh, wie es da steht. Toxin. Es will mich verwirren und dann Bürde einsetzen, wetten. Ich muss sofort rausswitchen, das bringt nichts. Sie setzt jetzt Bürde ein. Das ist nicht so gut. Toxin muss treffen, das wäre sehr gut. Ja! Ja, es trifft! Vergifte dich! Gengar zum Beispiel kann man nicht vergiften, weil es Typ Gift ist, aber Traunmagil ist nur Typ Geist. Pures Geist-Pokémon, was vergiftet werden kann. So. Und, Tails! Weil es hat Biss. Das könnte hilfreich sein. Ich mag Lamina sehr. Das ist einer meiner Lieblings-Arena-Leiter. Du und dieser Kampf gegen ihr ist immer cool. Ich hätte Lamina immer schon als schwierig in Erinnerung. Aber nicht krass schwierig, sondern einfach nur, weil ihre Pokémon gut sind. Weil sie hat was drauf. Und ich bin verwirrt. Sie will bestimmt wieder Bürde einsetzen. Komm, beiß, beiß. Ja. Nom. Was? Es ist noch nicht tot, aber die Vergiftung. Die Vergiftung wird das ausmachen. Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? Ja, du bist down. Level up. Aber dann nicht für Tails. Aber nicht so schlimm. Was ein cooler Kampf. Du bist sehr stark. Kein Wunder, dass ich verloren habe. Und hey. Scorpio entwickelt sich. Er hat dazugelernt und will nun die beweisen, dass er Stärke hat. Statt ein schwaches Käfer-Pokémon wird er jetzt ein großes, mittelgroßes, starkes Drachen-Pokémon! Scorpio hat sich zum Biontragi entwickelt! Mega cool! Dum, dum, du, 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 du. Oh lala, ich bin erschüttert! Du und deine Pokémon-Team, ihr seid unglaublich stark! Incredible! Diesen Orden habt ihr euch verdient! Wow, wow, oui, oui! Du hast den Reliktorden von Lamina erhalten! Yeah! Dieser Orden lässt dich die Feuerattacke Surfer verwenden. Diese DM sind auch für dich, voilà. Ich bin mir sicher, du wirst sie gut gebrauchen können, oui. Nun denn, viel Erfolg auf deinem Weg. Und danke für die Sticker. Bam, 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 bam. Die DM 65, darin steckt die Attacke Dunkelklaue. Ein sehr mächtiger Angriff, der oft landet Volltreffer. Ui, ui. Wow. Was ein Kampf. Kein Teleporter? Ich muss den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Aber hey, Leute. Unser Scorpio hat sich entwickelt. Sehr cool. Ja, das war ein ziemlich cooler Kampf. Und ich muss noch meine Orden waschen. Die waren ja nicht am Glitzern. Die waren dann normal. Mein Gott. Habe ich zu lange nicht mehr gewaschen, die Orden. Gibt's ja nicht. Aber hey, wo geht's weiter? Wo kriege ich denn die letzten drei Orden? Wir haben ja jetzt schon 5 von 8. Und der 6. Orden? Wo befindet sich der? Vielleicht hilft uns das Spiel ja aus. Und sagt uns jetzt sofort, wenn wir aus dieser Arena rausgehen, wo wir lang müssen. Zwinker. Mein Gott, wie lang ist diese Arena? Lass mich raus. Hier ist das Ende. Oh mein Gott, du hast die Arena-Leiterin besiegt. Wie du so von Tag zu Tag stärker wirst, du bist echt etwas ganz Besonderes. Zumindest sehe ich das so. Zugegeben, das sage ich zu jedem Trainer, der mit mir redet. Okay, dreh dich davon wieder um. Cynthia! Hi!
Bin ich froh, dich zu sehen. Du glaubst ja nicht, wie schwer es war, dich ausfindig zu machen. Meine Großmutter hat mir erzählt, was in Elysees passiert ist. Danke für alles, was du in den Ruinen getan hast. Aber dieses Team Galactic. Ich dachte, das wäre nur ein harmloser Haufen Exzentriker mit fragwürdigem Kleidungsstil. Wie sie immer davon reden, ein neues Universum erschaffen zu wollen. Viel heiße Luft eben. Tja, offenbar sind sie viel gefährlicher, als wir dachten. Pokémon zu stehlen und einzusperren, das ist nicht nur falsch, sondern auch abgrundtief böse. Mit dieser happy Musik und dieses dunkle Thema. Entschuldige den abrupten Themenwechsel, aber wie haben dir eigentlich die Ruinen gefallen? Wenn du mehr zu ihnen wissen willst, solltest du in der Bibliothek von Fleetburg vorbeischauen. Dort gibt es alte Bücher, die dich interessieren könnten. So ein Besuch könnte dir auch dabei helfen, deinen Pokédex zu vervollständigen. Du solltest dort wirklich mal vorbeischauen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Mach's gut. Ciao, Cynthia. Okay. Oh mein Gott. Naja, ich habe früher immer gedacht, dass Pion Draghi riesig wäre. Also wirklich groß wie ein größer als ein Glurak vielleicht sogar. Ja, viel. Obwohl, vielleicht sogar eher gleich groß. Aber Pion Draghi ist tatsächlich genauso groß, wie man es hier sieht. Ziemlich akkurat. Scorpio ist total entspannt. Na dann. Alles chillig. Ich kann euch sagen, wir haben noch zwei Teammitglieder, die sich entwickeln können. Traunfugil und Magma. Die werden sich auch noch bald entwickeln. Mehr kann ich auch noch nicht sagen. Aber sehr, sehr bald wird es passieren. So, und sie meinte irgendwas mit Fleetburg, aber ich habe noch nie einen Ort gehört von Fleetburg. Was ist denn das? Wo ist denn der? Hier oben vielleicht? In diesem Schneegebiet? Nee, das ist nicht das. Hier rechts vielleicht? Nee, Sonnenweg, das ist auch nicht. Moment mal. Hier ganz links ist noch ein Ort, Fleetburg. Wisst ihr noch, als ich euch erzählt habe, dass man den Jubelstadt nach links kann, aber das uns noch nichts bringt? Ja, so spät in diesem Spiel können wir jetzt endlich nach Fleetburg, denn alles an dieser Route ist umgeben von Wasser. Oder habe ich jetzt gehalten oder nicht? Doch, ich habe doch gehalten, ne? Ja. Yep. Aber Tricky sollte mal nach vorne. Weil es ein bisschen anderer Level ist. Und hey, wir können ja mal vorbeischauen, ob jetzt neue Pocket-Apps verfügbar sind. Weil nach jeder Arena sollte mindestens eine neue verfügbar sein. Holen wir uns mal alle ab. Hi, ich bin der Präsident. Der Geduld wird nun belohnt. Ich habe neue Apps. Notizblock. Danke. Der Notizblock ermöglicht es dir, nach Belieben Notizen zu erfassen. Das ist ein Notizblock. Und ja, der Name hält, was er verspricht. Testen wir erstmal alle aus, bevor wir jetzt alle abholen direkt. Ups. Das ist der Notizblock. Oh Leute, mein Cursor ändert sich sogar. Geben wir mal ein. Ich habe noch nie mit dem Controller geschrieben. Hi! Und dann hier. Das sieht komisch aus. Ein Gesicht. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das für eine Kurve? Steuerkreuz geht's auch, aber das ist bestimmt noch komischer. Treppe. Das Gesicht hat halt einen kleinen Dachschaden. Ist okay. Ich hab dich trotzdem lieb, kleines Gesicht. Ja, das ist auf jeden Fall diese App. Hi, ich habe noch was für dich. Landkarte. Die Landkarte erlaubt es dir, Markierungen zu setzen. Eine Karte, die ständig eingeblendet werden kann. Schon sehr praktisch, findest du nicht? Doch das ist noch nicht alles. Du kannst darauf auch Dinge markieren. Klasse, oder? Ist bestimmt ziemlich nützlich für Leute, die nach, die sich denken, ja, okay, ich bin jetzt mal hier, aber ich muss gleich noch zu dieser Route, wenn ich das vergesse. Dass ich da noch gleich hin muss. Hier haben wir eine Karte. Zeigt uns die ganze Region an. Sieht sogar genauso aus, wie die Karte damals aussah. Ich liebe es. Kann man die nicht benutzen? Doch. Man muss gedrückt halten. Genau, die kann man dann irgendwo hinstellen, wo man will. Haben wir einen Kreis, Stern, Viereck, Pyramide, Undertale-Herz und was auch immer du bist. Irgend so ein Punkt. Kann hilfreich sein. Hi, ich habe noch was für dich.
Achso, nein, habe ich nicht. Es gibt viele Leute, die deinen Pocket neue Apps hinzufügen werden. Und so ist am Ende jeder glücklich. Hat jemand anders für mich neue Apps oder wie ist das gemeint? Hat irgendwer neue Apps oder gar nicht? Das kann doch nicht schon alles gewesen sein. Es muss doch noch mehr geben. Du vielleicht? Nee. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, ob hier nicht noch irgendwer noch was gibt. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass irgendwer noch einem was gibt. Irgendwer gibt einem noch was. Bestimmt. Wir waren hier mal. Haben uns alles angeschaut, deshalb skippe ich hier durch die Texte durch. Nein. Es scheint so, als hätte hier niemand mehr was für mich. Aber vielleicht in dem anderen Gebäude nebenan hat jemand was für mich. Das könnte sein. So viel Zeit muss sein. Der Pocket ist mir ziemlich wichtig. Ich habe einen riesigen Skorpion hinter mir, was wahrscheinlich allen Angst macht. Hilfe! Bitte klammer dich nicht an mir dran. Aber, naja. Wie die es nicht wissen, hab's auch schon mal erwähnt, aber hier, in dieser coolen Musik, hier in diesem Gebäude kann man sich coole Sachen holen, wie Manapfi-Ei momentan, oder das Platin-Outfit momentan. Okay, nee, lassen wir's. Ich glaube, die geben einem nichts. Falls ich irgendwas verpassen sollte, ich werde bestimmt noch irgendwann mal alle zeigen. Also ich werde hundertprozentig alle Pocket-Apps zeigen, wenn ich es kann, werde ich es tun. Ja, jetzt weiß ich halt nicht genau, wo es noch was gäbe. Also lassen wir es erstmal und gehen weiter zu... Ja gut, Jubelstadt, Stadt der Freude und Zusammenkunft. Ja, hier neben diesem Gebäude gibt es nämlich diese Route, aber ich meine, den kann man auch irgendwo lang von Item, oder? Nicht? Okay, habe ich das eingebildet. Na egal. Auf nach Fleetburg. Wenn du hier weitergehst, gelangst du zur Route 218. Dort kann man wunderbar angeln. Das weiß nur kaum einer. Hm, so eine Angel ist schon toll. Findest du nicht auch? Ja. Sehr gut, das wollte ich hören. Und da wir auf einer Wellenlänge sind, schenke ich dir diese Angel. Eine ganz normale Angel. Ja, mit einer Profi-Angel kann man besondere Pummel angeln. Und mit einer normalen Angel kann man Carpador angeln. Oder normale Fische halt. Normale Fischbuchmann. Wo immer du Wasser findest, solltest du deine Angel auswerfen und dein Glück versuchen. Soll ich erkennen, wie man angelt? Nö. Eigentlich kriegt man diese Angel vor der Profi-Angel, aber ja, ich bin halt nicht lang gegangen. Man kann ja eigentlich schon lang, aber dann wird man direkt feststellen, dass man hier auf Route 218 gar nicht weiterkommt. Alles vor der Wasser. Ich habe mich auf Route 218 mit meinem Freund verabredet, aber er ist nirgends zu sehen. Ja, gut, Kleines. Ich denke mal, dass dein Freund auf der anderen Seite ist. Das Wasser ist tiefblau. Setzen wir mit Bidifass. Mit Bidifass die Weiterentwicklung Surfer ein. Wie cool es aussieht. Richtig cool. Ja, du brauchst gar nicht zu fragen. Es beißen keine an. Ja, du bist auch so eingekesselt, Thorn. Ich glaube nicht, dass du da irgendwas finden wirst, du. 5 Pokémon! Bitte keine Carpador, bitte keine Carpador. Nein! Wofür habe ich das verdient? Nein! Boah, das ist kein gutes Gebiet, um einen Trick hier zu leveln. Obwohl? Naja, obwohl. Was will denn bitte ein Carpador tun? Was will denn bitte ein Carpador tun? Nichts. Rein gar nichts. Es ist nur ein Carpador. War es nicht bei Level Up? Oh Gott, ich gebe mir gar nichts. Oh, Garados, okay, ich habe nichts gesagt. Ich bin noch mal raus. Hier, Chaterra haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Ich will halt Chaterra nicht benutzen, weil er am höchsten gelevelt ist und so stark ist. Und ich weiß nicht. Ich meine, hey, endlich sind die Gegner auf dem Level 30er Bereich, aber wir sind gerade alle auf dem Richtung... Richtung Level 40, also seid ein bisschen spät dran, Jungs und Mädels. Ach, nicht so viel Damage leider. Oh, Kaskade. Da reitet er auf mich und den Wasserfall hoch. Aber dank Flinkklaue kann ich anfangen und BAM! Du, Chaukarados, du bist weg.
Ciao. Und geh in den See des Zorns weg zu deinem Shiny-Kollegen. Oh nein, den habe ich ja schon gefangen. Level 40. Wer hat noch nicht? Ja, tricky halt, ne? Ja gut, dann macht halt Shelter die ganzen Carpador platt, ne? Der kann ja auch essen. Der hat da auch kein Problem mit. Nee, nee, das klappt, das geht. Aber warum gibt es in diesem Spiel zwei Trainer, die nur Carpador haben? Ich meine, es gab es eigentlich in jedem einzelnen Spiel einmal. Aber hier gibt es zweimal. Gab es das auch in Platin zweimal? Bestimmt, oder? Ich denke nicht, dass sie so Trainer wie den hier geändert haben. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat er ja in Platin noch Goldinis. Und weiß ich nicht, was davon noch. Sterbe. Wo ich anfangs dachte, dass wir es zum ersten Mal gesehen haben letztens, aber nein. Das war falsch. Ich weiß nicht, ob ich das gedacht habe. Aber ja. So, hast du noch irgendwas drauf? Mit deinen ganzen Fischen? Problem mit Carpador ist halt, du kannst es nicht mal irgendwie essen oder so. Also es ist ja nicht mal nahrungshilfreich. Es ist, er besteht nur aus, er besteht nicht mehr aus Fleisch. Wenn nichts anbeißt, sollte man schlau sein und es für den Tag gut sein lassen. Ja, dann solltest du auch mal schlau sein. Was? Okay. Angeln an der frischen Luft ist einfach toll! Das Schreien hilft mir zwar nicht, aber ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, so als zu schreien. Ja, das denkt man sich bei vielen YouTubern, glaube ich, auch. Was nicht unbedingt was Schlechtes ist. Aber ist auf jeden Fall ein Fakt. Und ich mag dieses Matchup gerade nicht. Ja, Bedroher, ich habe Angst. Schnell weg hier. Wir haben halt mit niemanden irgendwelche Attacken, die sehr effektiv gegen ein Garados sind. Nicht wirklich gut. Aber ich will mal Scorpio kämpfen lassen. Jetzt, wo wir das so neu schön haben hier. Pion Draghi. Und ja, ich habe vorhin richtig gehört. Oh Gott, warum sehe ich so viel von seinem Hintern? Ja, es ist jetzt Typ. Nicht Drache, oder? Moment. Nicht Drache? Unlicht. Oh Gott, dann habe ich das verwechselt. Oh Gott, bin ich blöd. Jetzt? Ach, jetzt weiß ich, warum ich das gedacht habe. Von Käfer wird zu Unlicht. Und es kann... es kann Drachenattacken erlernen. Warum da... Oh Gott. Ich hab's nicht so mit meinem Pokémon-Typen, glaube ich. Ja, es kann Drachenattacken erlernen. Aber es ist Typ Gift Unlicht. Und das sollte ich endlich mal in meinen Schädel bekommen. Oh Mann, das ist peinlich. Und jetzt habe ich schon wieder die falsche Attacke eingesetzt. Egal, Giftstreich können wir auch einsetzen. Warum nicht? Macht sowieso ordentlich Damage. Ihr seht, jetzt, mit so einem, als groß, so ein großes Riesenviech, kann es mehr. Und, ja, das war da wieder peinlich, dass ich vorhin gesagt habe, jetzt wird es ein Drachen-Pokémon. Entschuldige. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich Falschinformationen verbreitet habe. Das war nicht meine Absicht. Und jetzt heule ich vor der Kamera rum, damit es mir glaubwürdiger ist, dass ich das nicht extra gemacht habe. Genau. Und bam! Na, nicht mal die Hälfte. Warum? Bist du jetzt höher gelevelt? Oh oh. Knirscher. Knirsch, knirsch. Nee, nee, du Nachthieb und dann bist du weg vom Fenster. Kapau! Sogar ein Crit war das. Oh, cool. Ah, du hast mich voll erwischt. Oh, natürlich. Meine Schreierei verschreckt die Pokémon. Wow. Darauf kommt er erst jetzt. Oh, da ist Honig. Danke, nehme ich mit. Kann man bestimmt irgendwann mal gebrauchen, wenn ich ein paar Pokémon fangen muss. Und ja, wie wir hier von dieser Ecke der Route zur anderen Ecke kommen. Ich meine, wir wissen, wie man kommt mit dem Surfer. Aber trotzdem, sehen werden wir das erst in der nächsten Folge. Und hey, in der nächsten Folge werden wir noch was ganz anderes sehen. Also seid auf jeden Fall dabei, wenn wir beim nächsten Mal wieder Pokémon Leuchtende Perle spielen.
Ja, er pockt schon richtig. Seid gespannt. Warum bist du dunkler als die anderen?